Ja, ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Ich habe zwei super Läufe gezeigt, 25 Hundertstel Rückstand. Das ist in Deutschen Ofen nicht viel. Da haben wir noch einen Lauf normal 18 picken. Von dem her kann ich mehr wie zufrieden sein. Ich habe mein Bestes gegeben. Und wenn wir wissen, der Alex ist da nicht zerschlagen, aber es kämen wieder andere Bahnen. Das Selbstvertrauen passt sowieso. Technisch ist die Bahn ähnlich. Man kann vielleicht nicht so viel riskieren wie da in Deutschen Ofen. Das kommt vielleicht mir ein bisschen mehr zugute. Aber ja, die Weltmeisterschaft ist die nächste Station, aber ich bin mit den Gedanken eigentlich schon weiter wieder Richtung Gesamtweltcup. Natürlich ist eine Medaille das Ziel, das ist ganz klar. Aber wie wir wissen, sind da vor allem die Italiener sehr stark auf der Bahn. Und ja, ich werde versuchen, drei Top-Läufe zu machen und danach am Ende werden wir schauen, was sich ausgeht. Umso weiter vor, umso besser, aber das Ziel ist die Medaille. Ja, natürlich, die Situation ist jetzt nicht einfach, aber in Richtung Gesamtweltcup. Aber ich bin heuer ein bisschen vom Hundertstel Pech verfolgt. Das hat in Kütai angefangen. Und der Alex ist extrem stark heuer. Rumänien wird der Knackpunkt werden. Da haben wir überhaupt keine Ahnung, wer der beste Athlet sein wird auf der Strecke. In Umhausen werde auf alle Fälle versuchen, da zurückzuschlagen. Aber es wird sicherlich 30 Punkte Rückstand, es wird sehr schwierig, den Gesamtweltcup zu verteidigen.